Herzlich willkommen bei uns in der AG Pelübesse. Wir freuen uns, dass ihr heute hier seid. Wir wollen euch unseren Betrieb zeigen und fangen mal an hier auf dem Hof der Rinderwirtschaft und wünschen euch ein paar gute und spannende Augenblicke und Einblicke in unsere Produktion. AG Pelübesse ist, glaube ich, ein modern aufgestelltes Landwirtschaftsunternehmen, also kein ganz kleiner Betrieb. Wir bewirtschaften im Moment ungefähr 2300 Hektar Land, davon 550 Hektar Grünland. Halten 1000 Milchkühe plus Nachzucht, also nochmal 700 Jungrinder bzw. Kälber dazu. Was bedeutet Regionalität für uns? Das ist Punkt A sicherlich. Die Vielseitigkeit der Produkte, die wir haben über Milch, also Kühe, Milch, Geflügel, Honig, Kartoffeln. Das haben wir alles und das soll regional auch gekauft werden. Und man kann auch bei uns sehen, wie es hergestellt wird. Das ist überhaupt kein Problem, da sind wir für alle offen. Wir haben einen relativ hohen Qualitätsanspruch, weil das, was wir produzieren, muss natürlich auch alle Ansprüche des Endverbrauchers erfüllen. Und das heißt, dass wir auch darauf achten, dass man auf alle Dinge, die man hat, die auch Tierwohl betreffen, auch Einfluss nimmt, zum positiven Sinne. Nur Tiere, die sich wohlfühlen, geben letzten Endes gute und qualitätsgerechte Milch. Und dazu gehört Schulung der Mitarbeiter turnusmäßig, dass wir natürlich als breit aufgestelltes Unternehmen so zwischen 13 und 16 amtliche Kontrollen haben, die uns auch keine Probleme bereiten. Die kleinen Dinge, dass wir zum Beispiel die Feste geöffnet haben und dort Lüftung reingemacht haben. Die meisten vergessen ja, dass sich eine Kuh irgendwo zwischen 6 und 10 Grad am wohlsten fühlt und nicht bei 30 Grad, wenn wir am Strand liegen. Also insofern gibt es auch in dem Bereich die beste und die qualitätsgerechte Milch. Hier kommt gerade unser Milchsammelwagen, der wird unsere Milch zur Molkerei Rücker nach Wismar bringen. Der holt alle zwei Tage bei uns die Milch ab, sodass unsere Milch dann qualitätsgerecht beprobt, dann auch in der Molkerei in Wismar ankommt. Also regionale Landwirtschaft bedeutet, dass man alles das, was man produziert, auch vor Ort macht, dass man möglichst wenig zukauft. Das ist jetzt vom natürlichen Grünland. Also wir bauen alles, was Kropffutter ist, bauen wir selber an. Also angefangen vom Stroh über die Grassilage und die Maissilage. Da kommt der Nächste. Und der Kollege hier muss es jetzt im Prinzip hochschieben, auf den Stapel bringen, damit es Punkt A einfach vernünftig eingelagert ist und B, es muss sehr gut verdichtet werden, damit wir alle Luft aus dem Stapel rauskriegen. Und dann ist es eigentlich genau dasselbe, als wenn man früher Sauerkraut gemacht hat. Luftdichter Abschluss nachher mit Folie und dann gärt das da drunter und wird eine vernünftige und gute Silage, aus der wir eigentlich auch wieder vernünftige Milch machen können. Also das Verdichten hier ist das A und O. Die Schnittqualität und die Trockensubstanz, das sind die Punkte, die wirklich eine entscheidende Rolle spielen. Aber dann wird es aufgemacht, wird es verfüttert. Also insofern spielt alles auch die Entnahmemenge, die Entnahmegeschwindigkeit. Es sind viele kleine Faktoren, die letzten Endes dazu führen, ob man gute Milch, schlechte Milch, viel Milch oder wenig Milch hat. Und ich sage immer, wenn wir Besucher hier haben, ich war am Montag gerade wieder mit einer kleinen Gruppe Landwirte aus Schleswig-Holstein hier drin, man muss einmal den Futtergang lang gehen und einfach mal in den Stall lauschen. Und wenn man eigentlich eine entspannte Ruhe hört, dann weiß man ganz genau, hier ist eigentlich alles in Ordnung. Das ist das Beste. Kühe, die sich nicht wohlfühlen, machen auch Krach. Seit 2016 arbeiten wir mit der AG Pelübesse zusammen und da sind wir auch sehr stolz drauf. Also wir waren uns gleich sympathisch, Rücker und AG Pelübesse. Wir passen zueinander und das hat auch bis heute so standgehalten und sind wir auch sehr mit zufrieden. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir einen ganz kurzen Draht zu unseren Küstenbauern haben. Und wenn da Probleme sind, dann können die uns auch immer anrufen und wir helfen, wo wir können. Also das sehe ich schon so. In Wismar wissen wir von jedem Tropfen Milch, wo er herkommt und dass er aus der Küstenregion ist. Er ist nicht weiter als 80 Kilometer entfernt angeliefert worden. Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal für unsere Milch. Insgesamt haben wir im Servicebereich dann nochmal unsere Tankstelle, die sehr gut funktioniert und auch im Publikum hier sehr gut angenommen wird. In der Tankstelle tatsächlich auch merken, dass die Kunden gezielt regionale Produkte nachfragen. Also insofern macht das Sinn, über Küstenbauer und sowas nachzudenken. Und mit der halben Stunde, die wir haben bis zum Badestrand an der Ostsee, ist das ja auch tatsächlich auch passend für uns. Wir haben eine Biogasanlage wie so viele Landwirtschaftsbetriebe. Was uns vielleicht ein bisschen mehr auszeichnet, ist, dass wir auch eine Vermarktungsschiene für Kartoffeln haben. Das heißt, wir sind einer der größeren Kartoffelanbauern hier in der Gegend. Wir sind jetzt hier auf dem Kartoffelacker und roden gerade Speisekartoffeln. Wir haben jetzt die Kartoffeln vom Rodelader direkt in die Kisten übergeben. Wenn man doch mal guckt, sieht doch schön aus.
Schmeckt dann gut. Und im Kartoffelmarkt, der auch eine 100%ige Tochter der AGP ist, vermarkten wir unsere eigenen Kartoffeln. Und dass wir letzten Endes auch dafür sorgen, dass unser Personal, das ja überwiegend hier aus der Region kommt, sich bei uns auch wohlfühlt und das auch entsprechend nach draußen transportiert. Nur einer, der zufrieden ist, erzählt auch Gutes über seinen Betrieb. Es gehört eigentlich alles zusammen. Regionalität ist viel mehr als das Schild Regionalfenster auf dem Beutel. Wir haben hier den Hofladen, wo wir tatsächlich die regionalen Produkte, alles, was hier aus der Region kommt, auch verkaufen. Also von unseren eigenen Produkten bis auch die Produkte von Nachbarbetrieben, von der Molkerei Rücker. Liegt auch so voll in meiner Geschmacksrichtung. Das ist der alte Mecklenburger und der alte Schwede. Schön würzig, also wirklich prima. Und dann haben wir noch so ein kleines Highlight, Lebwitzer Gold, was wir zusammen mit der Molkerei entwickelt haben. Unsere Milch ist dort verarbeitet. Region Lewitz und wieder der Bezug zu der wunderschönen Gegend, in der wir hier zu Hause sind, sodass Regionalität für uns auch immer eine große Rolle spielt.